Hennef, das ist Heimat. Das ist eine Stadt, die ganz viel Unterschiedliches miteinander verbindet. Dörfliche Landschaften und ein attraktives Zentrum. Geschichte und Tradition auf der einen Seite, aber auch Innovation und Lust auch auf Neues und Neugier auf der anderen Seite. Hennef, das sind aber vor allen Dingen die Menschen, die hier leben, egal wo sie herkommen, wo sie hinwollen, die hier zu Hause sind, die sich hier für die unterschiedlichsten Sachen engagieren, die für Zusammenhalt sorgen, für gesellschaftliches, sportliches, soziales Leben. Ja, und deswegen ist es als Hennefer Jung auch den schönsten Job, den man haben kann, neben Papst und Bundestrainer, Bürgermeister dieser tollen Stadt zu sein, die jetzt sogar noch eine eigene Show bekommt. Ja, also ich bin unheimlich gerne in Hennef. Ich bin hier geboren. Ich komme immer wieder gerne zurück, wenn ich mal längere Zeit weg war. Was aber auch nicht so oft passiert, dass ich längere Zeit weg bin, weil ich nach 10 Tagen nervös werde, weil ich denke, da ist irgendwas im Briefkasten, was ich ganz schnell erledigen muss. Hennef ist für mich Liebe, und zwar auf den zweiten Blick. Das hat damit zu tun, dass ich zum einen Natur unglaublich mag. Und hier in Hennef ist man mittendrin in der Natur und trotzdem ist man ganz nah beim ICE-Bahnhof, beim Flughafen. Also diesen Kompromiss, den findet man eigentlich selten. Und ich komme viel in der Welt umher und ich muss sagen, im Laufe der Zeit habe ich immer mehr gemerkt, wie schön, wie großartig es hier ist. Und das macht auch die Arbeit und das Leben hier so spannend. In harmonischer Idylle erhebt sich in der Mitte des Rhein-Sieg-Kreises aus tiefster Erde die Stadt der 100 Dörfer. Eine Stadt, die immer zu mehr bestimmt war, aber es bis dahin niemand wahrhaben wollte. Aus diesem Grund machten sich zwei heimatverliebte Spaßbolzen daran, ihrer Stadt den Ruhm zu verleihen, den sie eigentlich längst verdient hat. Sie musste ihre eigene Show bekommen. Kennen sich beide in Hennef von klein auf aus, sind Teil dieser leicht verrückten Stadt hier in Hennef. Und wenn die das jetzt auch nochmal konzeptionell rüberbringen und die anderen Verrückten in der Stadt mit dann in so ein Konzept einbinden, kann das eigentlich nur eine Erfolgsstory werden. Ich finde es super, dass Hennef eine Show bekommt. Das hat mit Selbstbewusstsein zu tun. In den Medien, überall reden wir immer über die anderen und viel zu wenig über uns selbst. Und wir schauen auch zu wenig auf uns selbst und genau das ist schön und ich freue mich drauf. Das kann nur interessant und lustig werden. Hennef braucht dringend eine eigene Show, damit die Welt davon erfährt, warum es so lohnenswert ist, hier zu leben. Ja? Also ich meine, die Leute, die hier wohnen, für die ist Hennef ja sowieso jeden Tag ein Film aufs Neue und dieser Film sollte in die Welt getragen werden.
es jetzt gedauert. 2,5 Jahre, dass wir hier schon stehen wollten und jetzt wirklich da sind. Ja, wir möchten euch endlich alle hier begrüßen, hier im Go-Theater in Hennef. Ne, alle, die in Hennef wohnen, alle, die nach Hennef gezogen sind, alle, die von Hennef weggezogen sind und nach dieser Show auf jeden Fall wieder zurück nach Hennef wollen. Denn wenn wir mit euch fertig sein, wenn wir mit euch fertig sind, dann will hier jeder wieder zurück nach Hennef kommen. Das werdet ihr sehen. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Was haben wir gelitten? Wie viel Pech muss man eigentlich haben, dass man eine Show 3-mal verschieben muss? Und 2-mal eigentlich am Vorabend oder 2 Tage vor der Premiere. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Aber umso schöner ist das, dass wir es geschafft haben, 2022 endlich hier zu sein mit euch und diese Show 5202 Stadtgeflüster Spielstelle. Und damit möchten wir auch direkt die erste Frage beantworten. Wie kommt man eigentlich darauf, über seine Stadt eine Show zu machen? So bekloppt muss erstmal einer sein. Und die Antwort ist eigentlich relativ einfach, denn wenn man im Urlaub ist und man ist irgendwo im Ausland und dann trifft man wieder andere Leute aus Deutschland und man sagt, und dann kommt irgendwann an einem Abend die Frage, von wo kommt ihr denn eigentlich her? So, und jetzt Hand aufs Herz. Wenn ihr mal ganz ehrlich seid, dann werdet ihr im Urlaub irgendwo sagen, wir kommen aus der Nähe von Köln. Ja, ihr könnt das erfahren. Niemals, das würde ich niemals sagen. Doch, ich habe mich auch ertappt. Aber ich habe im Laufe des Jahres, wo wir diese Show vorbereitet haben, gemerkt, dass man das gar nicht machen muss. Man kann tatsächlich hingehen und sagen, ich komme aus Hennef. Hennef ist eine richtig geile Stadt. Und wie geil die ist, das werdet ihr heute Abend noch nicht bekommen. Das sagen wir. Und jetzt würde ich euch quasi schon mal mit dem Stevie zusammen ein paar Argumente liefern. Wenn man sagt, ja, Hennef ist doch Provinz, dann wird ihr sagen, ja, Moment mal, Hennef ist Gold wert. Hennef hat nämlich ein Dorf, und zwar das Bundesgolddorf, das ist der Zeitungsartikel Lückert. Ist hier jemand aus Lückert? Ja, das ist ein Die sind wahrscheinlich alle dabei, ihr Dorf noch schöner zu machen. Und zwar gibt es den Wettbewerb, unser Dorf hat Zukunft. Und Lückert hat angefangen auf Kreisebene, gewonnen. Landesebene, gewonnen. Bundesebene, gewonnen. Jetzt machen die sich warm, auf Europaebene anzutreten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Lückert das auch weltweit schafft. Das schönste Dorf der Welt gehört zu Hennef. So. Und dann ist Hennef rekordverdächtig. Wir sind mit unserem Hennef-Hank oder mit Hennef 4-mal im Guinness-Buch der Rekorde vertreten. Und da gibt es den wahnsinnigen Jürgen Köhler. Der hat es geschafft, 4-mal ins Guinness-Buch zu kommen. Und zwar mit Geschwindigkeitsrekorden. Der hat sich mit seinen Rollschuhen hinter einem Motorrad herziehen lassen, und zwar mit Tempo, das ist eine Schnackung, 281 Stundenkilometer. Das ist der eingetragene Bock. Und er hat es geschafft, sich selbst immer auch wieder zu überwinden. Also der Typ ist absolut wahnsinnig. Der ist auch mit Rollschuhen, glaube ich, die Bobbahn irgendwo mal, ich glaube, in Winterberg ist er die Bobbahn runter mit den Schuhen. Der Typ ist, ich glaube, Ironbone nennt er sich selbst. Und ich glaube, das hat auch einen Grund, warum der so heißt. Der zweite Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde hat die Christine Klinkhammer geschafft. Und zwar hat die Folgendes gemacht, die hat eine Flaschenpost in die Sieg reingeworfen. Und dann ist erstmal nichts passiert. Und zwar 3 Jahre ist nichts passiert. Und dann irgendwann kam eine Antwort, und zwar 3 Jahre später, aus Falmouth in Maine. Und dann ist diese Flaschenpost tatsächlich von der Sieg bis Amerika durchgeschippert. Und ich habe mal nachgeguckt, bei Google sind das 5733 Kilometer, die diese Flaschenpost hinter sich hat. Und da steht auch im Guinness-Buch der Rekord. Nicht schlecht, oder? Das ist auch alles
ganz schön, aber jetzt stellt euch vor, ihr sitzt jetzt irgendwo in einer schönen Kneipe an der Theke und dann habt ihr aber diese alt-ureingesessenen Hennefer und da sitzt dann einer und sagt, das weiß ich doch alles, das ist doch alles bekannt, das ist alles bekannt. Und dann müsst ihr parat haben, so ein Hennefer-Klugscheißer-Wissen. Ne? Ich sag mal, wusstest du aber eigentlich das? So, und dann ist das Ziel, ne, dass dann so einem Typen dann auch einfach die Kinnlage runterfällt. Und dann überlegt, was könnte man denn so noch so rausholen, um den so einen zu beeindrucken? Und dann fängt man so, man fängt ganz leicht an, ne? Sag mal so den bronzenen Klugscheißergürtel. Dann ist dann, wusstest du eigentlich, dass wir in Hennef eine der letzten landesweiten Videotheken haben? Videothek, die kleinen. Ich sag zu meinen Kindern, sag ich mal, Netflix to go, weil die haben halt auch keine Ahnung, was eine Videothek ist. Wir haben ja hier gelesen, ne? Wir haben eine der letzten Videotheken in Hennef. Wunderbar. Ne? So, und dann haben wir 20 gedacht, dann spielen wir jetzt weiter. Und dann sind wir dann da rein und dann machen wir ein Foto von unserer Herrlich. So sieht eine Videothek aus, für die von euch das noch nie gesehen haben. Und da riecht es so noch schön muffig und so richtig schön in alten Filmen. Und dann packt er den silbernen Klugscheißer wirklich auf. Ich sage, wusstest du eigentlich, in Hennef gibt es nicht nur eine Videothek, sondern die vermietet noch über 5.100 Filme. 5.100 Filme stehen da. 4.100 sind in diesem Bereich zu finden. Der Rest befindet sich in der Herrenabteilung. Und wir, das ist ganz witzig, dieses Foto, wir sind dahin und sagen, wir müssen unbedingt ein Foto von der Herrenabteilung machen. Und dann haben wir, wie lange haben wir da gewartet? Wir haben 45 Minuten gewartet, bis endlich niemand mehr in der Herrenabteilung ist. Wir haben schon zwischendurch überlegt, sprichst du mal einen an, sagst dir immer, die Kalippo-Schwester auf Takatuka, musst du dir angucken, immer, habe ich letzte Woche bei der Frau gesehen. Ende verrate ich nicht. Irgendwie sowas haben wir gelassen. Dann war das sehr schön. Und dann haben wir, wie gesagt, sind dann da hingegangen und haben dann geguckt und haben, und das zeigt das nächste Foto, alle Filme in dieser Abteilung gezählt. Also, das ist dann auch wirklich der silberne Klugscheißer. Wenn jetzt immer, wusstest du eigentlich in der Videothek in Hennef, da haben wir 1.100 Pornofilme. Und alle sind, boah, Wahnsinn. Und der goldene Klugscheißergürtel ist nämlich dann, dass man sagen kann, pass mal auf, am Stück kannst du damit 63 Tage Pornofilme am Stück gucken. Also, und jeder, egal wer neben der Theke sitzt, sagt, boah, Christ. Steht, ich schwöre, der steht auf, geht zur Videothek und holt sich einen Ausweis. Ich habe auch eine schöne Anekdote, wenn ihr da steht und sagt, wusstet ihr eigentlich, dass es in Hennef einen Ort gibt mit der niedrigsten Einwohnerzahl? Nämlich ein. Ja, kann man auch mal sagen, es gibt in Hennef einen Ort, Hennef-Altmöck, da gibt es einen einzigen Menschen, stand hier Wikipedia 2020, ist jetzt auch nicht so alt, ja. Und wenn der abends beim Abendbrot sitzt, dann ist das die Dorfversammlung und er ist Bürgermeister Zeusmann. Dorfpolizist, alles zusammen mit einem. Also, ein Glück mit einem Einwohner, finde ich auch auf jeden Fall wissenswert. Ist zufällig jemand aus Altglück hier?